Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen hier auf dem Videospielplatz und heute nicht alleine, sondern mit... Mit mir, mit dem Retro Gaming Panda. Exakt. Ja. Panda, wie geht's dir? Gut. Und wie geht's dir? Ich könnte kotzen, denn wir haben gerade das zweite Mal die Aufnahme gestartet, weil wir gerade schon fast fertig gewesen. Naja, nicht ganz. Aber nach so einer Viertelstunde Aufnahme habe ich gemerkt, dass ich meine Capture-Aufnahme-Geschichte gar nicht gestartet habe. Deswegen fangen wir jetzt einfach nochmal von vorne an. Das macht aber gar nichts, denn wie immer wird und Entertainment groß geschrieben hier auf dem Videospielplatz. Und für euch natürlich nur das Beste. Was haben wir denn heute für unser Publikum, mein lieber Panda? Ja, und zwar habe ich ja letztens den PAL Super Nintendo Jahresüberblick von 92 vom Launchjahr gemacht. Und die anderen Jahresüberblicke, da habe ich ja immer so eine Art Kommentar für jedes Spiel gemacht. Aber weil da die Anzahl einfach viel zu hoch war und ich etwas faul war, ehrlich gesagt, habe ich mir das mal gespart. Und ein paar haben sich gewünscht, okay, vielleicht mit Kommentaren wäre es doch besser. Aber das klingt doch ein Job, nicht nur für mich alleine, sondern vom Joe und mir. Und deswegen haben wir gedacht, Reacten ist also so cool und hip. Und wir sind ja auch so cool und hip. Ja, auf jeden Fall. Also, und deswegen, wir machen auch coolen Kids so gehören, schönes, dann weiß ich auch nicht. Ne? Wir machen auch so ein schönes Thumbnail, wo wir so machen oder irgendwie sowas. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, so, oh mein Gott. Ja. Und dann zack, Klicks und zack, 10.000 Abos sofort. Ja. Bam, da kommen die fetten YouTube-Millionen nur so in der Post. Ich sag's euch. Und ihr könnt live dabei sein. Also live on tape dabei sein. Panda, eben. Starte das Video. Mach ich. So, und wir werden begrüßt mit einem wunderschönen Intro. Ich würde fast behaupten, dass das ganz mit das beste Intro auf der ganzen YouTube-Szene. Und es geht los mit der Addams Family. Einem Spiel, das ich als Kind nicht gespielt habe, aber auch mal auf dem Emulator. Und ja... Kann man machen, okay. Muss man aber nicht, ne? Eben, es ist so ein typisches Launch-Jahr-Spiel. Man sieht, es ist, kratzt noch nicht mal oder reizt noch nicht mal annähernd die Technik aus irgendwie. Es ist okay, aber jetzt kein Must-Have. Es ist aber auch wenn man die Addams Family mag, okay, aber. Also ich fand es relativ schwer. Also vom Look her würde ich sagen, kann man Kindern mal in die Hand drücken, aber dafür ist es fast ein bisschen schwer. Eben gut, die alten Super Nintendo-Spiele, ne? Aber apropos schwer, Überleitung, Killer, Another World. Es hat einen Grund, warum ich da so langsam, also ich habe ja alles selber gespielt, so langsam über den Bildschirm schleiche. Man stirbt dauernd. Also für diese paar Sekunden quasi, 30 Sekunden Aufnahme, habe ich glaube ich bestimmt 4 Minuten gebraucht, um da irgendwie mal 30 Sekunden am Stück nicht zu sterben. Deswegen schleiche ich da auch so. Also ich habe von dem Spiel schon häufig gehört, aber ich fand, es sah furchtbar langweilig aus. Im Gegensatz zu Axelay, das ich tatsächlich vor einer ganzen Weile auch mal gespielt habe, das Ganze zeichnet sich halt aus dadurch, dass Mode 7 hier in einer Art und Weise eingesetzt wird, dass man das Gefühl hat, man fliegt über die Erdkugel und nicht einfach auf einer geraden Ebene. Allerdings finde ich, das Spiel selber geht so. Also die Grafik finde ich okay, die Effekte sind ganz cool, aber man sieht es hier gerade, die Waffe, die geht so auseinander und wieder zusammen auf Knopfdruck. Und man kann mit der Standardwaffe nicht einfach gerade ausschießen. Das hat mich irgendwie gestört. Das ist wirklich schwer, aber später, also ich finde, es ist gut, aber auch wieder so ein Launch-Titel, finde ich. Auch ein Launch-Titel, das Spiel kann man nur mit diesem Super Scope, das ist ein Lightgun-Shooter spielen. Super Bazooka. Kam die so Emulation früh im Lifecycle von Super Nintendo raus? Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, das finde ich auch. Dieses Ding, dieser Super Scope, das sah aus wie eine Bazooka. Das war bei uns in Deutschland gar nicht so verbreitet, oder? Zumindest kannte ich damals keinen, der das hatte irgendwie. Ich auch nicht. Der einzige Mensch, von dem ich weiß, dass der das hat, ist Onkel Weidemann, weil der hat es nämlich über der Tür in seinem Game Room hängen. Was niemand in seinem Game Room hängen hat, ist wahrscheinlich Blazing Skies. Denn das hier sieht aus wie so eine arme Leute-Version von Pilot Wings. Ja, Pilot Wings im Ersten Weltkrieg im Prinzip. Ja. Also, und die Steuerung, die war jetzt echt nicht so gut. Also Pilot Wings ist schön knackig direkt, also nicht direkt, aber annehmbar. Aber hier, ich weiß nicht, das war irgendwie sehr seltsam, das Spiel. Vor allem grafisch sieht es okay aus, aber... Der sieht aus, als wäre der aus Pressholz, ne? Bulls vs. Blazers NBA Playoff habe ich selber nie gespielt. Ich weiß aber, dass Bulls vs. Blazers quasi der Grundstein ist für das, was wir heute als NBA Live-Reihe von EA Sports kennen. Das war deren erste Basketball-Simulation. Und daraus hat sich dann später, als sie dann, glaube ich, die komplette NBA-Lizenz dann gekriegt haben,
wirklich dann die NBA Live-Reihe entwickelt quasi. Also ein historisches Spiel. Ja. Ob das damals schon wirklich gut war, wage ich nicht zu beurteilen, habe ich nie gespielt. NBA Live ist ganz okay gewesen damals. Wahrscheinlich im Gegensatz zu Cal Ripken Jr. Basketball, Baseball, Basketball, Baseball, alles Motorsport, das ist alles Motorsport. Aber dass du Cal Ripken nicht kennst, ja, der hier. Kindheitsheld meiner Kindheit. Das ist doch der Bruder von Dings, ne? Ne? Ja. Und der hat Baseball gespielt. Ja, ja. Einer der Besten. Wahrscheinlich. Nehme ich an, keine Ahnung. Ja. California Games habe ich selber nie gespielt. Ich kannte das so aus Schulzeiten, dass die ganzen Kids die Amigas und C64s hatten. Hier California Games und da gab es dann noch ein paar andere so Extremsportarten-Kollektionen oder so. Habe ich selber nie gespielt, habe ich nie Bezug zu gehabt. Finde ich, sieht doch irgendwie langweilig aus. Sind auch sehr schlecht gealtert, weil die natürlich viel auch so auf Joystick rumrütteln und Tasten irgendwie drücken, all ausgelegt waren. Das ist so eine Rubbelgeschichte. Das kannst du dir heutzutage eigentlich nicht mehr antun. Das ist einfach scheiße. Was man sich heute tatsächlich antun kann für ein Lizenzspiel, das gar nicht mal schlecht ist, ist Cool Spot. Das habe ich auch als Kind damals gespielt häufig. Also ich hatte es nicht. Hab's aber ein paar Mal aus der Videothek ausgeliehen und fand das gar nicht schlecht so als Hüpfspiel. Und ich wusste damals auch nicht, dass das quasi Werbung war für 7-Up. Also mir war nicht bewusst, dass das hier der rote Punkt auf den 7-Up-Flaschen war. Bei der Gelegenheit nehme ich doch einen Schluck meiner köstlichen Schwibschwab aus dem Pepsi-Konzern. Das war nicht geplant. Prost, wir nehmen das am frühen Abend auf, aber ich brauche trotzdem Koffein deswegen. Ja. Cool Spot habe ich auch auf dem PC gespielt, super. Was mich aber bei dem Spiel hier wundert, der Dave Cranes, der ja im Titel erscheint, ist ja eine berühmte Entwicklerlegende. Der hat zum, ich hätte jetzt gedacht, ich wäre Tennisspieler gewesen. Pitfall gemacht, auf jeden Fall. Optisch aber gar nicht schlecht, finde ich das Ding hier. Optisch nicht, aber dass der seinen legendären Namen für ein Tennisspiel weitergibt, was gameplay-technisch eher so, naja, ist. Macht sich in der Vita besonders gut. Naja, ich habe Pitfall gemacht und Tennis. Aber um mal auf Action zurückzukommen, Desert Strike habe ich tatsächlich damals gespielt als Balk quasi und fand ich auch ziemlich cool. Aber diese Reihe funktioniert auf dem Mega Drive besser, weil das Mega Drive mit der Action, mit den Explosionen und den vielen Sprites auf dem Bildschirm besser klarkommt. Das glaube ich. Kann man aber durchaus zocken. Oh, das können wir so beim nächsten Spiel. Ich wollte nur sagen, ich habe das auf den Gameboy auch gehabt, das Spiel. Oder habe ich noch zum Testen. Ja gut, auf dem Gameboy ist jetzt nicht so geil, ne? Nicht alle Super-Nintendo-Spiele haben sich geeignet für einen Gameboy-Port. Das hier hätte wahrscheinlich auf dem Gameboy besser funktioniert. Aber ich finde, das sieht jetzt auch nicht aus, als ob das die Formel des Plattformers irgendwie neu erfindet. Nee, und vor allem ist es schwer, man sieht es vielleicht, die Schwerplatte dauert. Ich habe es überhaupt nicht gerafft irgendwie. Mein Grafik ist ganz okay, Musik, war man gehört, war auch okay, aber ob man es unbedingt haben muss, wer weiß. Test Drive 2 ist so ein schönes Beispiel für Entwickler, die sich gedacht haben, boah, scheiße, ey, die Hardware vom Super Nintendo, wir befüllen mal nur den halben Bildschirm mit Leben und den Rest, da packen wir einfach irgendeine Textur drüber, wo minimale Veränderungen stattfinden. Hier so ein Armaturenbrett. Ich finde, das sieht grottenlangweilig aus. So hat sich's auch gespielt. Man sieht es vielleicht. Ich war froh, ich habe immer nur so diese 30-Sekunden-Häppchen aufgenommen. Ich war froh, als es um war. Das sagt ihr. Ja. Earth Defense Force habe ich das erste Mal gespielt im Zuge der Switch Online Super Nintendo Library. Ich kenne die Reihe von der Xbox 360. Mhm. Da ist die Reihe Earth Defense Force aber eher so eine Art B-Movie Third-Person-Action-Spiel. Ich wusste gar nicht, dass es das hier überhaupt gibt, aber das ist gar nicht mal so ein schlechter Shooter. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kenne die Reihe auch eher. Ich habe es noch nie, die neuen Ableger selber gespielt, nee, aber viele Japan-Fans, die spielen das ja so ein Third-Person-Shooter irgendwie. Auf Fußball, ja, kommt das, ist halt ein Fußballspiel. Ist so, lass uns noch über Earth Defense Force sprechen. Also das Shoot'em-Up, das war allerdings wirklich sehr, sehr gut. Du bist auch gerade so schön, es ist sich gerade so grünlich angeleuchtet durch den Monitor. Ja, mir wird auch ganz schlecht, wenn ich das sehe. Da kommen Erinnerungen an meine frühen YouTube-Tage hoch. Ich will da jetzt gar nicht viel zu erzählen, aber guckt euch mal Video 2 und 3 an, die ich damals produziert habe. Dafür habe ich alle Fußballspiele auf 8- und 16-Bit-Konsolen gespielt und es war nicht schön. Du Armer. Ja, irgendwie will meine Stimme heute nicht so. Aber das hier bringt ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl mit sich. Allerdings sieht das eher aus, als ob man hier mit einem Spielzeugauto spielt, ne? Eben. Also das größte Verhältnis ist irgendwie im Eimer.
kennst du als Kind diese kleinen Cockpits, die man hatte mit dieser Hintergrundbeleuchtung, wo man auch so einen Stab so ein Auto hin und her. So Hebel. Da haben sie die Optik, glaube ich, geklaut auf jeden Fall. Fatal Fury, der mehr oder weniger inoffizielle Nachfolger zum ursprünglichen Street Fighter, denn Entwickler von Capcom sind damals zu SNK gewechselt und während bei Capcom dann Street Fighter 2 entwickelt wurde, hat Capcom, haben diese Entwickler bei SNK dann Fatal Fury entwickelt und viele Fans sagen, das hier ist eigentlich der spirituelle Nachfolger von Street Fighter. Okay. Ich finde zumindest den ersten Teil von Fatal Fury echt nicht der Rede wert. Ja, beim Einspielen, du bist der Experte, was diese Fighting Games angeht, aber ich habe so eher so, naja. Ja, mehr als naja ist na ja. Das auch nicht. Also es gibt wahrscheinlich noch deutlich, also es gibt sicher noch deutlich Schlimmeres, Pit Fighter. Ja, aber Fatal Fury 1 ist jetzt auch nicht so prall, genauso wenig wie das hier irgendwie prall zu sein scheint. Das Spiel ist wirklich fast ein Kandidat für Retropanda quält sich, also es ist so öde. Man kann ja Wetten abschließen, wie lange du einfach nur durch den Sand fährst, bis du das erste Mal auf Feinkontakt triffst. Ja, das sieht hier alles gleich aus. Ja. Feinkontakt haben wir hier allerdings instant, denn hier gibt's auf die Fresse mit George Foremans KO Boxing, einem der zahllosen Boxspiele auf dem Super Nintendo, die ich nicht gespielt habe, da ich kein Boxfan bin. Aber offensichtlich schwer inspiriert vom Klassiker Punch-Out. Aber nur ein bisschen. Also das kann man wirklich nur ganz, ganz grob erahnen, glaube ich. Ja. So ein Hauch von Punch-Out hat man hier. Jetzt mag es also natürlich das Leute geben, die Box-Fans sind und total cool finden, mit George Foreman hier Mr. Locke dazu vermöbeln. Aber hey, ja, Gods ist, glaube ich, auch eher so ein C64 oder Amiga-Ding, ne? Amiga, genau. Man sieht auch den Grafikstil. Das ist eindeutig Heimcomputer inspiriert von den Bitmap Brothers, den kennt der eine oder andere. Ist ein gutes Spiel, muss man aber diesen Stil etc. mögen. Also wenn man Heimcomputer solche Spiele mag, kann man hier auf jeden Fall zugreifen. Hatte ich ja als Kind nie. Also ich hatte weder ein Amiga noch ein C64 und diese Art Spiele, also ich habe das hier auch mal auf dem Emulator angespielt, finde ich grottenschlecht. Ja, also ist gar aber auch grottenschlecht. Boah, wir sind hier Könige der Überleitung. Ich sag's hör mal, und das ungeskriptet. Ja, er sieht irgendwie aus wie so eine alte Frau, die schon gebückt vom Leben ist, wenn er da mit seiner Knarre so rumläuft. Stimmt, mit der Frisur. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt. Ne, ja, auf dem Korridor wird nicht gerannt. Ja, also ganz schlechtes Spiel. Ich habe ja auch zu dem NES-Teil jetzt auch letztens eine Quilzi-Folge gemacht, was ungefähr analog ist, ganz schlecht. Nächste Filmumsetzung, Hook. Der erste einer der ersten Kinofilme, die ich als Kind gesehen habe. Film super. Spiel ist in dem einen oder anderen Hidden Gem Video als gar nicht so schlecht betitelt. Ich habe das mal angespielt. Ihr seht es ja selber, der bewegt sich so unfassbar langsam. Und man sieht es zwar vielleicht, ich stelle mich natürlich auch etwas doof an, aber es ist sauschwer und das ist das Tutorial. Also ich weiß nicht. Also grafisch ja echt ganz nett, aber. Ja. Ich habe mich gewundert, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, wie viele Golfspiele im ersten Jahr schon für Super Nintendo erschienen sind. Ja gut, Anfang der 90er war, ich glaube, noch Golf auf Konsolen oder auf PC. Riesengroß, das Thema. Aber guck mal, wie langsam sich das alles aufbaut. Weil es gibt ja auf dem Mega Drive gibt's ja Arnold Palmers Golf. Das wird heute noch von vielen Leuten als echt gutes Golfspiel gehandelt. Kann ich selber nicht viel zu sagen. Aber hierzu kann ich was sagen. Denn James Bond Junior hatte ich damals als Kind und habe das sogar durchgespielt. Und ich kann dir heute echt nicht mehr sagen, warum. Weil auch das habe ich mir letztens nochmal über einen Emulator angeguckt und fand's scheiße. Da gibt's aber nicht nur Shooter-Level, sondern eigentlich ist das ein Side-Scrolling-Plattformer. Oder Run-and-Gun teilweise mit großen Levels, wo man Schlüssel finden muss, um Türen zu öffnen etc. Also es gibt vom Grundprinzip per schlechtere Spiele, aber so richtig gut ist das auch nicht, basiert auf einer Zeichentrickserie. Ah, okay, gut zu wissen. Hier ein weiteres Tennisspiel, bla bla. Ne? Also, optisch fand ich das von dem, gibt's viele. Ja, optisch fand ich das Tennis von dem Pitfall-Typen besser. Haben wir das hier nicht mal sogar gegeneinander gespielt? Ich bin mir gerade nicht gerade unsicher. Also, wir haben mal irgendwas Spiel, gegen das großer Super-Tennis. Glaub, das kommt später noch. Also spieltechnisch war, glaube ich, das etwas besser, aber ich habe das meiste schon verdrängt, ehrlich gesagt, davon. Ja. Also es gibt sowieso nur ein wahres Tennis und das ist Tennis für Game Boy. Ja, das ist gut. Aber Joe & Mac ist cool. Joe & Mac habe ich durchgespielt, da gibt es zwei Teile von. Es gibt Höhlenmenschen, man kann mit Knochen schmeißen und mit der Keule hauen. Die sehen aus wie Captain Caveman hier, die Typen. Joe & Mac ist cool.
kann ich nichts hinzufügen. Super Titel. Auch der zweite Titel davon ist wirklich durchaus zu empfehlen, auf jeden Fall. Außerdem, es geht darum, die Ladies wiederzufinden, die aus dem Dorf entführt wurden. Also die machen das alles hier, um einen wegstecken zu können. Und das muss man respektieren, finde ich. Ich wollte gerade sagen, also wenn man einen Grund nachvollziehen kann, dann wohl den, oder? Ja. Stell dir mal vor, du bist Höhlenmensch und irgendeiner klaut deine Alte. Was machst du da? Ja, du nimmst dir die Keule, suchst den Typen und beendest ihn. Genauso wie ich diesen Part des Videos gerne beenden würde, denn Madden Football interessiert mich nicht die Bohne. Ich wollte gerade sagen, wir übergehen jetzt absichtlich dieses Spiel hier, nur zwar als reine Info. Weil ich sagen muss, ich glaube, also das hier ist ja 93, ich glaube Madden 94 hatte ich sogar irgendwie für 10 Mark aus der Videothek gekauft und habe das auch tatsächlich mal eine Weile gespielt. Man kann da schon Spaß mit haben. Zumindest hat mir das Spiel die Football-Regeln beigebracht. Gut, die kenne ich auch so ungefähr mittlerweile durch diese Spiele, aber apropos, das hier. Das ist so eine verpasste Idee, Gelegenheit. Schlecht umgesetzt. Das hätte richtig cool sein können, aber eine verpasste Gelegenheit. Ich glaube, die Arcade-Version hiervon soll ja deutlich, deutlich besser sein. Aber das hattest du auch mal in der Quält-Sich-Folge, glaube ich. Und da warst du ja nicht besonders angetan von dem Ding, ne? Das Problem ist, man kann diese Kämpfe irgendwie ganz, ganz schlecht beenden. Das ist das Problem. Simpsons-Spiele. Ganz, das ganz ist dunkles Thema, aber Krusty's Funhouse soll ja das beste Simpsons-Spiel sein. Genau. Das habe ich und selber zwar, allerdings nie gespielt. Und zwar, weil es kein Simpsons-Spiel ist eigentlich. Das ist eigentlich ein auch Paul-Pellet-Swap, ne? Was denn irgendwie umgemodelt wurde auf die Simpsons. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, hat aber mit den Simpsons bis auf die Assets und auf die Optik eigentlich gar nichts zu tun. Weil das macht nämlich auch alles überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Krusty losziehen und irgendwelche Ratten von Bart Simpson zertrümmern lassen? Legend of the Mystical Ninja wird mir ständig empfohlen, soll ich mal im Stream spielen. Hab ich noch nie gespielt. Kennt aber die Super Nintendo-Version davon. Sieht aber ganz lustig aus. Weil krass, also so ein kleiner Brawler quasi, ne? Ja. Man sieht mich die bisschen cutesy, gar nicht mal so ernst genommen. Hier der Typ mit dem riesen Fisch unterm Arm finde ich super. Er hier schlägt die Leute mit seiner Pfeife. Was willst du mehr? Er könnte sich auch ein Schwert nehmen, aber nein, er entscheidet sich dazu, die Leute mit seiner Pfeife zu vermöbeln. Ja. All-Time-Favorite, Top 3 Super Nintendo-Spiel, egal in welcher Tagesform ich mich gerade befinde. Ja. Legend of Zelda ist legendary. Auf Zelda. Allein die Musik, Gänsehaut, kriegt man sofort. Großartig, sollte jeder gespielt haben. Sagen. Nee. Muss jeder gespielt haben, der sich selbst Super Nintendo-Fan schimpft. Und jeder, der sagt, er wäre Super Nintendo-Fan und er hat das nie gespielt. Wovon reden wir denn, Leute? Ganz ehrlich. Oder Nintendo-Fan allgemein. Dafür muss man noch nicht mal unbedingt Super Nintendo-Fan sein. Ne? Lemmings kenne ich auch nur vom Hörensagen, habe ich selber nie gespielt. Ist aber ja eigentlich auch was eher auf Heimcomputern zu Hause war. Genau, aber wenn war damals aber super populär und wurde wirklich auf alles portiert. Es gibt da sogar Gameboy-Teil, der also sogar durchaus vernünftig ist. Das ist ja fast wie Tetris, das kannst du auch auf dem Kühlschrank spielen. Und ich glaube, das ist auch für die Konsole ganz brauchbar umgesetzt, auch wenn das sicher mit Maus leichter zu steuern ist. Ja, ich glaube, das unterstützt sogar die Maus, Super Nintendo Maus, bin mir gerade unsicher. Mein Gott, ich habe ihn sofort erkannt. Das ist doch Mel Gibson hier, ne? Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten. Also das sieht jetzt nach nicht viel aus, aber ich glaube, das soll gar nicht mal so grottenschlecht sein für eine Filmumsetzung von irgendwelchen aber gut, ist wirklich anders. Also beim Anspielen, beim Kurzen, ich habe keinen Spaß gehabt, aber mein Highlight ist gerade, dass der Typ da einen Schenkelbesen hat und rote Handschuhe trägt. Ja, das habe ich auch mal gespielt. Ich hatte es als Kind nicht. Ich bin Riesenfan von Roadrunner, vor allem vom Kojoten. Der Kojote hat mich schon mehrfach fast dem Tod nahegebracht, weil ich mir so am Arsch gelacht habe. Aber das Spiel ist nicht gut. Das Spiel ist wirklich nicht gut. Nee, ich habe ja auch damals mal von einem Kumpel ausgeliehen. Grafik und sowas, Technik ist super. Geil, aber es funktioniert nicht. Aber das Gameplay ist scheiße. Ja. Man sieht ja schon allein, wie man da springt. Das ist so ungenau und so floaty. Ah, schrecklich. Ja. Das hier ist allerdings ganz cool. Meiner Meinung nach das Spiel, was am ehesten einem He-Man-Spiel gleichkommt, weil man halt einen nackten, blonden Barbaren mit einem Schwert spielt, ist halt eine Arcade-Umsetzung. Habe ich, glaube ich, auch letztens mal im Stream gespielt. Das ist ganz okay. Gehört zu den selteneren Titeln für Super Nintendo und dadurch auch zu den teureren. Hat leider keinen Zwei-Spieler-Modus. Aber ist ganz lustig eigentlich. Ich habe dabei das Spiel aber ein Flashback bekommen. Ich weiß nicht wo, aber als Kind habe ich es irgendwo mal gespielt. Und das Spiel, The Magical Quest. Eins meiner liebsten Disney-Spiele.
Ja. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Spiel, was man mal seinen Kindern geben kann. Das ist nicht allzu schwer. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit, da war ein Kumpel mal zu Besuch, da haben wir Super Nintendo gespielt, haben das hier reingetan, haben es quasi am Stück durchgespielt. Bin nicht so oft gestorben und ich bin jetzt wirklich kein Experte, was Hüpfspiele angeht. Die Grafik ist toll, die Musik ist toll, das Disney-Flair ist einfach unvergleichlich. Und ja, das kann man auf jeden Fall zocken. Weiteres Golfspiel müssen wir nicht drauf eingehen. Magical Quest gibt es ja noch den zweiten und dritten Teil, glaube ich. Die sind aber auch verdammt selten und dadurch etwas teuer, wenn man das in seiner Sammlung Ich glaube, der zweite ist The Great Circus Mystery. Den gibt es noch in Deutschland. Und den dritten gibt es, glaube ich, nur in Japan auf dem Super Famicom. Das kann gut sein. Ja, und Mickey hat halt die ganze Zeit verschiedene Kostüme, die ihm dann verschiedene Fähigkeiten verleihen. Ja. Wie zum Beispiel so ein Bergsteiger, da hat er dann so einen Haken, womit er sich irgendwo hochziehen kann und solche Sachen. Das ist in der Tat wirklich cool. Ja, Mario Paint hatten wir wahrscheinlich alle als Kind, aber ich muss sagen, so richtig viel Spaß habe ich da nicht mit gehabt. Ich habe es damals nicht gehabt. Ich habe ja schon letztens das Fun and Games Video gemacht und ich hatte das billig Mario Paint. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Spaß gemacht. Ja, also was ich damit tatsächlich gemacht habe, war ausmalen, aber mit der Maus. Ich kann auch so mit einer guten PC-Maus mit 3200 DPI oder so, kann ich trotzdem nichts Vernünftiges zeichnen. Da bin ich einfach so Maus-Legastheniker. Ja. Mystic Quest Legend. Meine erste Berührung mit japanischen Rollenspielen tatsächlich. Ja. Ich find's kacke. Ja, es ist einfach so Basics. Also ich habe den Fehler gehabt, ich habe das nach Secret of Mana gespielt. Ich auch. Und da ist der Fall natürlich denn sehr tief. Ja gut, das kann man aber nicht direkt vergleichen. Also ich sag's mal anders, das war mein erstes Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und das fand ich total behindert damals. Ich auch. Mir fällt gerade überhaupt nicht ein, was dann das erste rundenbasierte Rollenspiel war, was mir gut gefallen hat. Das war, glaube ich, noch nicht mal auf dem Super Nintendo. Das war bei mir, glaube ich, auch erst Final Fantasy 7 oder irgendwie sowas in der Art, wo ich dann dachte von mir, ja, ich glaube, Suikoden. Ja, ich glaube, es war Suikoden. Über das Spiel hier brauchen wir, glaube ich, nicht reden. One-on-one Basketball interessiert doch kein Schwein. Quatsch. Also es gibt viele, viele Sportspiele und vor allem Golfspiele hier in dem Video. Es ist wirklich heftig. Und ich habe ja auch noch gar nicht alle Spiele erwischt. Ich habe ja leider auch so ein paar Fehler mit eingebaut. Noch ein Spiel. Allerdings muss ich sagen, die Eishockeyspiele, die fand ich cool. Die fand ich damals auf dem Super Nintendo schon ziemlich cool. Und das hier ist ja der erste Teil von EA Sports damals, wo dann, also das ist ja noch NHL-PA-Hockey, da hatten sie noch nicht die Lizenz für die ganze NHL, sondern nur für die Spieler. Also mit der NHL-PA, das ist ja die Players Association. Und später dann halt NHL 94 war dann der erste, der nur NHL war. Und 95 hatte ich und das fand ich richtig cool. Ja, wobei es gibt für mich nur ein Eishockeyspiel, Blades of Steel. Ja, natürlich, aber das gibt's Beste leider nicht für ever. Super Nintendo. Das ist ja auch so ein Super-Scope-Spiel. Wie man sieht, versuche ich da verzweifelt, irgendwelche Blöcke farbig zu schießen. So und komische, habe ich so super hinbekommen. Super-Scope-Tetris-Klon, ne? Ja, also da gab es gerade so verschiedene Minispiele mit. Ja. Das war jetzt eins davon. Ja, ich glaube, das ist das Pack-In vom Super-Scope gewesen dann, ne? Ja, kann gut sein. Das fand ich, ehrlich gesagt, sehr interessant. Es wird einem sehr schnell schwindelig dabei, aber man dreht quasi das Level. Und dadurch fokussiert man halt die Kugel zum Ziel. Ja, aber für Sega-Fans ist das hier einfach nur das Bonus-Level in Sonic 2. So gesehen schon haben sie ein Spiel draus gemacht, nur mit einer Murmel. Genau. Aber wenn man zum Zuschauen finde ich jetzt ist ein bisschen trippy, würde ich sagen. Ja. Das ist aber tatsächlich auch eins der Spiele in dem Video, als ich das erste Mal geguckt habe, das ich vorher noch nie gesehen habe. Ganz anders als Parodius, das haben wir im Retro Battle 2019 gegeneinander gespielt, wo ich sang- und klanglos verkackt habe. Als letzter beendet das Ganze. Aber Parodius ist echt ganz cool. Gibt's auch fürs NES. Für Game Boy sogar auch. Echt? Schöne Serie, ist meine Lieblings-Shoot'em-Up-Serie, weil die sich so selber nicht so ernst nimmt. Und das finde ich einfach so total super. Total abgefahrene Waffen. Man kann einen Pinguin spielen. Golf, ne? Wieder können wir wieder überspringen. Reden wir noch über Parodius. Und auf dem Game Boy ist Parodius sogar auch gar nicht so verkehrt. Ich habe das hier auch irgendwo rumliegen. Ist durchaus vernünftig, muss ich sagen. Ja, das hier war jetzt das Golf von EA Sports. Eins muss man EA Sports ja lassen. Ich finde, grafisch ist das hier auch akzeptabel. So von den Animationen her. Also jetzt gerade nicht, aber die Spieleranimationen, die fand ich ganz erträglich.
Du sehr professionell gespielt hier. Ja. Phalanx, da habe ich viel Spaß dran gehabt. Das hat ja in den USA dieses ganz seltsame Cover mit diesem Hillbilly mit dem Banjo. Ja, hier, drauf. Opa Banjo, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das haben sie hier etwas cooler gemacht. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr schöner Titel, muss ich das sagen. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Auch nicht auf dem Emulator, dass ich mich erinnern könnte. Ja, aber so sollst du mal auf jeden Fall mal reinzocken. Macht Spaß. Also, ja, ich entdecke ja das Genre Shooter momentan so ein bisschen für mich in den letzten Monaten. Da kommt mein posttraumatisches Stresssyndrom wieder raus. Oh Gott, das Spiel ist so schlecht. Also, Kate war es ja wohl damals echt ein Hit, aber. Nein. Ja, diese 2-Frame-Animationen, alter Vater. Ein Spiel mit 3 Kämpfern, ja. Ganz im Ernst. Dann dieses zweifarbige Publikum hier. Jesus Christus. Aber immer jubeln sie mit 3 Frames. Hier, Poppen Twinbee ist quasi Paronius in vertikal. Auch hier macht man nichts falsch. Knuddeliger, bunter Vertical Shooter mit viel, viel Charme, sehr abwechslungsreichen Levels, sehr, sehr abgespaceden Gegnern und auch gar nicht so wahnsinnig schwer. Also, das ist ziemlich cool. Ich finde die Grafik echt schön. Ja. Das ist natürlich auch schlimmer, wenn diese Shooter nicht mal so ganz so böse und ernst sind, sondern einfach mal so. Man muss ja nicht immer das Universum vor der Vernichtung retten, ne? Manchmal will man doch einfach nur ein paar Glocken sammeln. Eben. Oh, Prince of Persia, ja. Nie gespielt. Also, Prince of Persia ist ja so einer dieser Kulttitel, sieht super aus mit dieser Animation. Ja, die aber dadurch, dass du ja diese einzelnen Felder hast, finde ich es so sperrig zu steuern. Ich bin da nie mit warm geworden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe auch das erste Mal Prince of Persia auf Xbox 360 gespielt. Da gab es irgendwann mal einen Teil mit einer Cell-Shading-Optik, der quasi außerhalb der normalen Prince of Persia-Timeline lief. Das war mehr oder weniger so ein inoffizieller Vorgänger von Assassin's Creed. Und gar nicht schlecht. What the fuck is this? Das ist ein das dachte ich mir zuerst auch, das ist das eigentlich ein bisschen ein Rätselspiel. Man muss quasi die Dominosteine so hinsetzen, dass man sie zum Fallen bringen kann. Und dann gibt es natürlich irgendwie so Rätsel. Es ist aber sehr, sehr sperrig zu steuern, wie man vielleicht sieht. Ja, sieht doch irgendwie hektisch aus. Abmühe, welcher Knopf macht was, verdammt. Ja, aber auf jeden Fall hat er ein fettes Grinsen, wenn er es schafft. Ich finde, der sieht aus wie Alf. Ja, stimmt, so ein bisschen. Oh, ja, oh Gott, Race Draven, das wahrscheinlich berüchtigste Rennspiel aller Zeiten mit sagenhaften 2 Frames die Sekunde. Und die Minute, 2 Frames die Minute. Hast du das SNES-Drunk-Video zu Race Draven gesehen, wo der irgendwie 4 Minuten lang sein Intro laufen lässt und dann die Kommentare einblendet von den Leuten, die ihm sagen, sein Intro wäre scheiße? Ich applaudiere dem SNES-Drunk für dieses Video. Ja. Super. Aber das Spiel hier, ey, ganz ehrlich, wenn einer von euch da draußen damals 60 oder 130 Mark dafür ausgegeben hat, ich bemitleide euch noch heute. Allerdings. Ja, Rival Turf. Jellico kommt ja heutzutage wieder so ein bisschen in Mode, sage ich mal. Da gibt es ja von Jellico jede Menge Reproduction Game Collections, die man tatsächlich mit OVP noch kaufen kann für ein relativ schmalen Taler. Da gibt es auch so eine Beat'em-up-Collection, wo Rival Turf und die Nachfolger davon drauf sind. Ah, das ist, glaube ich, auch Teil vom Super Nintendo-Paket auf der Switch, aber es gibt bessere Brawler. Ja, es ist okay, aber es gibt bessere. Ja, und hier sieht man auch. Das sieht auch echt scheiße aus, ne? Ja, das ist irgendwie so. Also, das Spiel macht so viel Spaß, wie es aussieht. Da braucht man nicht mehr zu sagen. Next! Ich spiele immer zum Glück nur 30 Sekunden immer an. Das ist aber auch so ein Ding, wo die nur den halben Bildschirm nutzen und unten einfach einen zweiten Spieler einblenden, weil die nicht mehr Assets hatten, um das Bildschirm füllen zu machen, ne? Eben, dann lieber doch das Cockpit. Ja. Robocop! Also Robocop 3 habe ich selber nie gespielt, aber Robocop vs. Terminator gehört ja zu den berühmteren Actionspielen, die auf einer Lizenz basieren. Das hier sieht eher langweilig aus, finde ich. Ja, ist es auch. Also ich bin auch kein Fan von, unbedingt großer Fan von Robocop auf den Gameboy. Auch da habe ich in den Kommentaren gemerkt, das hat ja durchaus einige Fans. Aber ich werde mit diesem Spiel nicht warm. Ich weiß nicht, er bewegt sich so langsam, wie man sieht. Das er hat sehr keine statisch. Sprunganimation, er verlässt einfach den Boden. Ja. Ich möchte nicht über Simpsons. Dieses Spiel reden. Es ist nicht gut. Also ich als Kind war ich ziemlich gehypt, weil das wurde ja auch im Club Nintendo Magazin relativ gehypt, aber beim diese Spielen Drecksäcke, sieht oder? Auch gut machen aus. Einem aber da schlimme Hoffnungen. Ja, optisch ist das tatsächlich ganz okay. Ich hatte das als Kind mal ausgeliehen und war damals wirklich großer Simpsons-Fan und dann habe ich das gespielt ich und ich bin fast verzweifelt. Glaube ich.
Ja, also die Minispiele sind halt wirklich kacke und schwer und blöd. Soul Blazer auch nie gespielt, auch vor ein paar Jahren zum allerersten Mal überhaupt von gehört. Ist ja Teil dieser Quintett-Trilogie quasi, also Soul Blazer, Illusion of Time und Terranigma sollen ja quasi eine nicht wirklich zusammengehörende Trilogie dieses Publishers oder dieses Entwicklers sein. Und das gilt auch heute noch als durchaus sehenswert. Ich habe selber aber tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe mich jetzt auch nicht überzeugt, aber ich glaube, Soul Blazer 2 soll wesentlich besser sein. Ja. Aber für den ersten Titel war es okay, Soul Blazer, aber ich habe es auch nur kurz angespielt. Das ist Illusion of Time quasi, Soul Blazer 2. Ja. Und das Spiel habe ich nicht gerafft hier, Spanky's Quest, sieht man vielleicht. Ja. Das ist, glaube ich, auch... Keine Ahnung. Das wirkt auf mich auch eher wie so ein Arcade-Titel, so ein bisschen wie Bubble Bobble oder so. Ja, irgendwie sowas, aber ich habe es vom Anspielen echt nicht gerafft. Aber es sieht nett aus, also der Affe ist ja ganz niedlich, ne? Eben, aber ich weiß auch nicht, warum diese Attacke, dann fliegt der Ball so hoch, keine Ahnung. Das Spiel ist auch komisch. Das hatte ich als Kind. Und das war das erste Mal, dass ich die Nintendo Hotline angerufen habe, weil ich Hilfe brauchte. Zwar ist das hier so, Spider-Man ist das erste Level, danach kannst du dir aussuchen, mit wem du ein Level spielen willst. Und ich bin ja großer X-Men-Fan und Spider-Man-Fan und es gibt Storm, Gambit, Cyclops und Wolverine. Und ich habe alle Level geschafft, außer das von Wolverine. Denn im Wolverine-Level wird man vom Juggernaut verfolgt. Man kann ihn nicht töten, man kann nicht vor ihm weglaufen und es gibt einen Timer. Und ich habe das Level nicht geschafft. Dann habe ich bei Club Nintendo angerufen, um mir Hilfe zu holen. Und der sagte, ja gut, du musst halt vor dem wegrennen. Und ich dachte nur, fick dich, da kommt irgendwann eine riesige Sanddingens, wo man reinfällt und da geht's nicht weiter. Das ist heute nie geschafft und so gut ist das Spiel nicht. Aber das Spiel hier. Ja. Das ist der echte Scheiß. Hadouken! Hat viele Tone hervorgebracht, also muss man nicht viel zu sagen. Ja. Obwohl ich Street Fighter 2 Turbo noch einen Tick besser finde. Natürlich, Turbo ist auf jeden Fall besser, aber Street Fighter 2 hat den Grundstein gelegt für ein Imperium der Beat'em-ups oder der One-on-One-Fighting-Games. Und ohne Street Fighter wären wir wahrscheinlich heute nicht da, wo wir jetzt sind. Street Fighter ist der Shit. Und ich rede jetzt noch so lange über Street Fighter, bis auch dieses Fußballspiel hier von meiner Bildschirm verschwunden ist. Bei Fighting Games bin ich einmal dankbar, wenn du dabei bist, weil Sonic ich habe von den Genre nur so oberflächliche Ahnung. Ja, Fußball ist scheiße. Nein, Fußball an sich ist ja nicht scheiße, aber habe ich erwähnt, dass ich mein drittes und viertes YouTube-Video dafür alle 16 und 18 Fußballspiele angespielt habe und viele davon sind scheiße. Aber Adventure Island, da kann ich mich auch grob erinnern, dass ich das mal aus der Bibliothek ausgeliehen hatte. Das ist quasi so der erste Endless Runner, weil im Prinzip du verlierst ja die ganze Zeit Energie und kriegst nur welche wieder, wenn du hier das Futter einsammelst. Ja. Wenn du zu langsam bist, dann gehst du drauf, ne? Ja, so ungefähr. Also es gibt natürlich verschiedene Level und sowas. Aber ist auch auf alles portiert worden, damals auf alles, was geht. Von diesem Spiel hier aber habe ich vorher noch nie was gehört. Und man sieht es beim Anspielen, das sieht durchaus vernünftig aus. Das ist ein cooler Shooter. Sieht sich auch gut aus. Also, da war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Also das habe ich mal auch beim SNES Drunk, der ja für uns beide auch Inspiration gewesen ist, um mit YouTube loszulegen. Ja. Das haben wir auch beide schon mehrfach gesagt. Der hat mal ein Video gemacht zu Shootern auf 16-Bit, weil das Mega Drive ja immer als die bessere Konsole für Shooter gilt. Dann hat er sich halt mal brauchbare Super Nintendo Shooter vorgenommen und das war dabei. Dann habe ich das mal angespielt. Das hat richtig coole Power-Ups. Macht durchaus Spaß, ist auch nicht so wahnsinnig schwer. Und das hier ist meiner Meinung nach das einzige spielenswerte Double Dragon. Alle anderen finde ich scheiße. Da finde ich auch, dass die Serie so bekannt ist, gibt es so viele Gurken mit dem Namen Double Dragon. Ich hatte das natürlich als Kind für Game Boy. Das finde ich aber heute auch absolute Grütze. Habe ich als Kind aber trotzdem viel gespielt. Ich habe mir letztens mal Double Dragon 1 bis 3 in verschiedensten Varianten angeguckt. Also für Mega Drive gibt es die ja, für NES gibt es die ja. Und ich habe mir sogar die Arcade-Versionen mal über den Emulator angeguckt. Die machen mir alle keinen Spaß, aber Double Dragon 5 ist tatsächlich ganz geil. Hauptsächlich dadurch halt, man hat einen Knopf fürs Treten, einen Knopf fürs Schlagen und dann noch, du hast es da gerade auch gemacht, du hast dann noch einen Knopf, um den Angriff des Gegners abzufangen und dann kontern zu können. Und das ist eine Mechanik, die gibt es so in keinem anderen Beat'em'up und das finde ich ziemlich cool. Außerdem gibt es zwei Player Co-op. Mario Kart! Ja, auch das ist aber ein Fehler, da hat mich auch schon ein Kommentator darauf aufmerksam gemacht. Das ist eigentlich erst ein Jahr später erschienen, aber dafür habe ich es dann in meinen Jahresrückblick, den ich ja schon gemacht habe, für 93. Das vergessen, also die Videos sind durchaus fehlerhaft, das will ich nicht ausschließen. Ich ziehe mir das alles von der Wikipedia-Liste und hau mir das in Excel rein.
bei so vielen Titeln kann es da zu Fehlern kommen. Ich beanspruche auch nicht, dass ich alles immer richtig mache, aber natürlich. Also super ich Spiel. Persönlich vergebe dir und Mario Kart hat natürlich auch ein Imperium erschaffen. Und das hier ist meiner Meinung nach also auf gleichem Level mit Super Mario Land auf dem Game Boy mein Lieblings 2D Mario. Denn Mario, Super Mario World ist, wenn du mich fragst, perfekt. Da gibt's nichts, wo ich sagen könnte, das hätte man anders oder besser machen können. Eben. Es ist großartig. Und das gleich zum Launch. Ja. Das ist auch das Krasse, dass sie gleich zu Anfang sowas rausgehauen haben. Bester Launch-Titel aller Zeiten. Ja. Das war komisch. Super Punk. Das hat der Waldemar auch mal in einem Video gespielt. Das ist auch eine Arcade-Umsetzung. Ist auch irgendwie ein Prinzip, das sich mir nicht erschließt. Warum? Warum schießt der da mit einem Enterhaken nach irgendwelchen Blasen? Ja. Auf allein das macht für mich storytechnisch keinen Sinn, ne? Ja, also keine Ahnung, du hast diese Bälle und du musst halt schießen, die teilen sich dann halt immer, ja. Keine Ahnung, was das soll, ehrlich gesagt. Also ein typisches Knobelspiel irgendwie, aber ja. Super Protector, was soll man dazu sagen? Was mir aufgefallen ist, als ich das Video hier das erste Mal gesehen habe, 80% der Spiele, die ich als Super Nintendo All-Time Favorites bezeichnen würde, sind offensichtlich im ersten Jahr schon rausgekommen. Also das Launch-Jahr von Super Nintendo war richtig fett besetzt. Mit hochkarätigen. Und wie viele Spiele da noch erschienen sind im Launch-Jahr? Ich glaube, das waren jetzt irgendwie 85 oder irgendwie sowas, die ich in der Liste habe, plus die paar vergessen. Sagen wir mal 90 ganz grob. Das nur raus. Ist heftig. Also Probotector super geil natürlich. Das hat auch ganz, ganz viele Fans. Im Prinzip der erste Twin-Stick-Shooter, an den ich mich so erinnern kann. Ich habe das selber aber wirklich nie gespielt. Ich glaube, das ist auch Basis irgendeiner Heimcomputer, glaube Amiga-Spiel oder ähnliches. Das sieht man auch, finde ich, so ein bisschen an den Grafikstil. Soweit ich weiß, ist das eigentlich eher so Amiga-PC-Dings. Aber da habe ich leider nur so ein gefährliches Halbwissen. Das mag sein. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Nie gespielt. Ja, Super Soccer ist dann tatsächlich eins der nicht ganz so zum Kotzen Fußballspiele für Super Nintendo. Das ist in Ordnung. Ja, das kann man spielen, das macht sogar noch Spaß. Auch wenn die Kameraeinstellung hier ein bisschen fragwürdig ist. Was ich an dem Spiel ja besonders lustig finde, ist ja, dass man in der Verteidigung immer die gesamte Reihe der Spieler bewegt. Also man bewegt nie nur einen Spieler, sondern jetzt in der Verteidigung bewegt sich immer die komplette Reihe. Ja, eben, das ist da durchaus ein Novum für solche Spiele. Das kam auch schon im ersten Jahr. Schwer. Krasser Scheiß. Also die Star Wars Spiele auf dem Super Nintendo, da habe ich ja auch so eine Hassliebe zu, ne? Die sind so verdammt schwer, aber die sind grafisch und soundtechnisch halt wirklich geil. Ja. Aber eigentlich nicht wirklich gut. Nee, also die sind zu schwer, die sind total unausgegoren. Was Steuerung, was Leveldesign angeht, das hat ganz, ganz viele Schwächen, das Spiel. Aber es ist Star Wars, es sieht geil aus und es klingt geil. Eben. Deswegen spielt man es trotzdem irgendwie. Das hier habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, was ich das auch ist. Nicht. Also vom Gameplay an sich her hat's eigentlich ganz, war es okay, aber wenn ich jetzt so die Grafik sehe, es sieht einfach schon mager, viel zu krümelig aus. Es sieht, da hätte man auch damals wesentlich mehr rausholen können, definitiv. Ja. Hat aber so nettes, man sieht, man kämpft gegen Hubschrauber und so. Das ist mal ganz gut zur Abwechslung, quasi so ein Normalszenario zu haben. Ne? Das hier gilt auch bei vielen Leuten so als Hidden Gem, aber ich habe das selber, ich habe das in der Videothek damals oft stehen sehen. Ich fand das Cover halt total uninteressant. Ja, gut. Das sah für mich aus, als wäre da irgendwie so ein Buggy drauf gewesen und ich konnte es nicht aussprechen. Wie heißt denn? Super Swift, Super Sue oder Super SUV? Ich würde Swift nennen, also wie so ein Swiffer, ne? Super Swift. Staub wegmachen, macht man da halt mit Raketen, Helikopter weg. Und so. Und ich finde, das hier ist ja im Prinzip auch eher ein Twin-Stick-Shooter, wo man aber keinen zweiten Stick hat, sondern nur in die Richtung schießen kann, in die man sich bewegt. Und das finde ich immer kacke. Ja, und das Spiel, das war ganz komisch. Man steuert irgendwie so einen Drachen und je mehr Feuer man speit, desto kleiner wird man und keine Ahnung, auch noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist eins der Spiele, die mir absolut neu waren, als ich das Video gesehen habe. Aber das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das mich als Kind wahnsinnig begeistert hätte. Du hast nichts verpasst. Wie du siehst, man steuert so einen Drachen in einer Art Shoot'em-up durch Gänge. Und die Grafik ist auch irgendwie unsauber. What the fuck? Boah, das hier ist ja eine Scheiße. Hör mal. Eins der miesesten Spiele. Nein, was rede ich denn da? Turtles in Time. Eine Schildkröte? Leute, Turtles in Time ist der absolute Kracher.
eins der besten Multiplayer-Titel überhaupt. Hört euch die Musik an, guckt euch das an, spielt Turtles in Time, egal wie. Turtles in Time ist absolut legendär und der totale Obershit. Selbst wenn ihr nicht mit Turtles groß geworden seid, mit das beste Beat'em-up, das es überhaupt nur gibt. Ja. Kommen wir vom besten Beat'em-up, das es überhaupt nur gibt, zu einem völlig belanglosen Boxspiel, das kacke aussieht und keine Sau interessiert. Aber immerhin mal nicht die Punch-Out-Perspektive. Ja, das also das ey, guck ist mal, immerhin da ist Parallax-Scrolling im Publikum, als ob sich die Publikumsleute da irgendwie auf Schienen hin und her bewegen würden. Aber denn so funktionieren Perspektive nämlich eigentlich nicht, ne? Aber fast so Parallax-Scrolling halt nur fürs Publikum. Ja, sag ich ja, aber so funktioniert Perspektive eigentlich nicht. Top Gear, bestes Nicht-Mario-Kart-Rennspiel auf Super Nintendo und richtig geile Musik, hört euch das an. Wollen wir gerade sagen, man hört es an der Musik, super Ding, ey. Also auch der zweite Teil ist durchaus zu empfehlen. Ja, tanzen kann ich nicht, singen darf ich nicht, hat meine Frau mir verboten. Und lustigerweise habe ich diesen Soundtrack hier heute den ganzen Tag in der Synthwave-Version auf dem Ohr gehabt und habe den ganzen Tag schon ein fettes, breites Grinsen im Ohr, weil die Musik hier finde ich so geil. Das war damals mit eins meiner Lieblingsrennspiele und eins meiner liebsten Spiele auf dem Super Nintendo insgesamt. Ich habe das rauf und runter gespielt, noch und nöcher, und ich rede jetzt noch länger über Top Gear, bis dieses zusätzliche Golfspiel hier weg ist. Was ich bei Top Gear nämlich geil fand, ist, dass man vier verschiedene Autos aussuchen konnte, die sich tatsächlich unterschiedlich angefühlt haben, die unterschiedlich guten Grip hatten, die unterschiedlich viel Tank hatten, die unterschiedlich gute Reifen hatten, die man dann irgendwann per Pitstop während des Rennens tauschen musste. Und das war schon richtig, richtig geil. Das kann man auch heute noch echt gut spielen. Ganz im Gegensatz zu Warp Speed, das mir auch völlig unbekannt ist und total langweilig aussieht. Wolkratz, du siehst ja selber, so eine Art Weltraumspiel. Ja, ich glaube, wenn man sieht, weiß man, was es ist. Nee, jetzt für ein Trip hier. Also ich muss ja eins sagen, ne? Bei Autorennspielen finde ich Cockpit an sich doof, aber wenn ich schon hier so einen Space-Shooter habe, wo ich unten hier so ein Radar habe, dann bauen wir doch da wenigstens ein Raumschiff-Cockpit drum, oder? Eben, so Wing Commander-mäßig. Ja, Wing Commander ist nämlich cool. Das hier habe ich auch nie gespielt, das sehe ich aber auch häufiger mal in so Hidden Gem-Dingern. Weil, ehrlich gesagt, auf dem Super Nintendo, es gibt keine Hidden Gems mehr auf dem Super Nintendo. Ja. Das Ding ist fast 30 Jahre alt, da gibt es nichts mehr, was man. Oh, mein Gott, von dem Spiel hat noch nie einer was gehört und das ist richtig gut. Gibt es nicht mehr. Bullshit. Es gibt Spiele, die sind vielleicht nicht so bekannt, so wie Wurlow hier. Und da sind wir auch schon bei Wing Commander. Wing Commander finde ich geil. So ein Cockpit, das braucht man. Ja, und nicht so ein Mister. Wing Commander finde ich richtig geil. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Und als ich das Video dazu gemacht habe, hatte ich wieder so viel Bock auf Wing Commander, dass ich mir sogar Wing Commander 4 bei Good Old Games für PC gekauft habe, nur um es dann nicht zu spielen, weil das irgendwie steuerungstechnisch für mich auf dem PC nicht funktioniert hat. Ich habe den Teil sogar auf meinem 386er damals hoch und runter gespielt. Das war echt super mit dem Joystick und so weiter. Herrlich. Ja. Und das hier, da hatten wir ja in unserer ersten Quälzig-Folge mit unserer Schrott-Game-Challenge von der Börse in Montabaur hinterher festgestellt, dass das gar nicht so scheiße ist. Also man es kann ist okay, das aber nee, diese blaue Leere drumherum. Das ist die Abyss. Basketball in die Abyss. Aber um nochmal auf Wing Commander zurückzukommen, was ich da auch festgestellt habe, als ich das auf dem Super Nintendo für das Video angespielt habe, ey, da sind richtig geile Zwischensequenzen dabei. Da wird eine richtig gute Story erzählt und dafür ist Wing Commander ja auch bekannt. Ne? So, jetzt müsste ich als Wrestling-Fan eigentlich hier voll aus der Hose springen vor Begeisterung. Aber Super WrestleMania ist leider ziemlich langweilig. Also da kommen noch zwei andere, nämlich Royal Rumble und Raw, die kommen aber, glaube ich, nicht in dem Jahr mehr. Was das Spiel hier für mich langweilig macht, ist, dass alle Wrestler exakt das gleiche Moveset haben und noch keine Finisher existieren. Also normalerweise in den anderen Super Nintendo Wrestling-Spielen, die sind auch jetzt nicht der absolute Oberhit und die haben trotzdem alle die gleichen Moves, aber es hat wenigstens jeder seinen Finishing-Move. Und das fehlt in Super WrestleMania auf dem Super Nintendo. Auf Mega Drive gibt es Finishing Moves. Was ist da los? Das ist seltsam. Was haben sie da denn? Ja, also, zur Erklärung, das ist hier wieder ein Super Scope-Spiel, bla bla, man sieht's. Ja, ich hab mich schon gefragt, was der Scheiß hier soll. Aber die sehen ein bisschen aus wie Bird of Prey. Sind wir schon fertig? Ja, das ging ja schnell, Mensch. Wir sind doch erst 47 Minuten dran. Das kann doch gar nicht sein. Das Video geht doch über eine Stunde.
Nee, das nur 42 Minuten. Echt? Das neue, das 93er, das geht über eine Stunde. Ah, okay. Ja, Leute, das ist unsere Reaktion zu den Super Nintendo-Spielen des Jahres 1992. Da waren echt schon einige Hochkaräter dabei. Panda, was waren deine Highlights? Da waren einige dabei. Auf jeden Fall Zelda, Super Mario World, Und Super Protector. Also die sind mir noch am meisten im Kopf geblieben. Und sind da, also da sind wirklich viele, viele Kracher erschienen, aber das und sind irgendwie so die acht klassischen langweiligen Spiele. Ja, nee, aber um mal zusammenzufassen, wir haben Super Mario World, wir haben Mario Kart, wir haben Super Protector. Das kommt in den nächsten Jahr erst, leider. Ja, stimmt, aber es war jetzt in dem Video dabei. Wir haben Super Protector, wir haben Zelda, wir haben Turtles in Time, wir haben Street Fighter 2. Also hier ist echt hochkarätiges Zeug dabei. Was mich aber wundert, ich dachte, ActRaiser wäre auch einer der Launch-Titel gewesen. Oder ist das auch eins von den Spielen, was du nur vergessen hast, da reinzubringen? Ich glaube, das habe ich vergessen, weil okay, weil ich meine nämlich, dass wir mit dem Launch-Titel habe ich ActRaiser 2 drin. Von daher gehe ich mal davon aus. Also auch ActRaiser müsste in diesem Video auftauchen und ist natürlich auch eins der cooleren Spiele und mit diesem Weltaufbau-Modus und so. Schon ganz geil gewesen damals. Ja. Ja, das war's auf jeden Fall. Panda, hast du noch abschließende Worte? Ja, nur wollte kurz erwähnen, wie gesagt, Video ist leider nicht komplett geworden und hat Fehler, aber das ist genügend gesprochen. Ansonsten, mir hat das Video gefallen mit dir, lieber Joe. Ja, wenn es euch allen auch gefällt, haut in die Kommentare rein, lasst den guten Joe ein Abo da. Und dann machen wir vielleicht so weitere Videos. Ja, denn du hast ja noch ein paar Videos in der Pipeline, wo du einfach nur die Spiele aus den Jahren X bis Y zeigst. Und die sind ja alle ohne Kommentar. Und hey, mein Wunschberuf als Kind war immer Wrestling-Kommentator. Das hier ist the next best thing, was ich kriegen kann. Also ich bin jederzeit zu allen Schandtaten bereit, mein lieber Freund. Genau, und ihr könnt ja einfach reinschreiben in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wie gesagt, wir pressen euch so etwas jetzt nach Abos und Kommentaren. Ja. Nur wenn genug da sind, dann sind wir nicht traurig und es gibt weitere Videos. Ja, und klickt auf die Glocke, klickt um Himmels Willen auf die Glocke. Like, share and subscribe und werdet Channel-Member, falls der Panda das irgendwann mal anbietet. Und spendet uns Geld über PayPal Me und werft mit Schlüpfern und ach, hör doch auf, ist doch alles scheiße. Nein, aber wir freuen uns über jeden, der unseren. Alle erwachsen. Genau, wir freuen uns über jeden, der uns unseren Quatsch hier anguckt. Wir machen das hauptsächlich, damit wir Spaß haben. Wenn ihr da auch Spaß dran habt, ist das ein Bonus. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Panda und Joe out. Macht's gut.